Das ist doch, es geht nicht um Beginnen, es geht darum, wie sich die EU jetzt positioniert. Die Amerikaner ziehen sich zum Beispiel nach und nach sehr deutlich aus der Finanzierung des Ukraine-Krieges zurück. Europa finanziert immer mehr, Europa bezahlt heute schon viel mehr als die Amerikaner. Wir sind beim Ukraine-Krieg. Also falls ihr es nicht mitbekommen habt, die Ukraine ist gerade dabei, diesen Krieg zu verlieren. Oder zumindest einen Kompromissfrieden akzeptieren zu müssen. Je länger dieser Krieg dauert, desto schlechter wird die Verhandlungsposition der Ukraine sein. Das ist das, was wir schon den ganzen Krieg übersehen. Zu Beginn des Krieges wäre Russland bereit gewesen, einen Frieden mit einem Rückzug der russischen Truppen hinter die Linien des 24. Februars zu akzeptieren. Mittlerweile fordert Russland die Annexion von 4 ostukrainischen Oblasten. Also die Russland auch größtenteils besetzt hält. Also man hätte durchaus bessere Friedenskonditionen gehabt vor 1,5 Jahren. Heute sind die Friedenskonditionen schlechter. Und wenn man jetzt nochmal 2 Jahre wartet, vielleicht sind sie dann schlechter. Amerikaner. Und was Wagenknecht hier gerade gesagt hat, ist auch sehr wichtig. In den USA sieht man das natürlich. Man sieht, dass der Krieg dort eigentlich verloren ist. Aber man möchte ihn natürlich am Laufen halten, um Russland zu schwächen, dass Russland da seine militärischen Kapazitäten verbraucht. Aber man möchte die Finanzierung nicht mehr selbst tragen und wälzt die jetzt immer mehr auf die Europäer ab. Und wir Europäer, wir sind so blöd und bezahlen das Ganze dann. Wir gehen noch weiter zurück. Also wollen wir jetzt tatsächlich ein immer größerer Finanzier für Waffenexporte in solche Kriegsgebiete sein? Oder wollen wir endlich versuchen, diplomatische Lösungen zu finden? Das ist doch in unserem Interesse. Fragezeichen. Und Herr Binsmann hat dazu was zu sagen. Sie sagen, die USA finanziert den Ukraine-Krieg. Dem ist ja nicht so. Nein, Russland greift die Ukraine an, will diesen Staat Boah, das stimmt einfach nicht. Das hier ist Propaganda. Wie gesagt, wir gucken uns nachher noch die Finanziers von Korrektiv an. Das ist ja wirklich unfassbar. Russland ist vor, also mag sein, dass Russland es ganz gerne hätte, wenn es die ganze Ukraine annektieren könnte. Und wenn die Ukraine weiterkämpft und sich die ukrainische Verhandlungsposition noch weiter verschlechtert, könnte es sein, dass sich die russischen Forderungen auch diesbezüglich steigern. Deswegen sollte man jetzt einen Kompromissfrieden abschließen, damit dieses Worst-Case-Szenario eben nicht eintritt. Aber die russischen Forderungen laufen nicht auf eine Vernichtung, sondern auf eine Neutralität der Ukraine hinaus. Ich weiß nicht, ob ich euch diesen Unterschied zwischen Vernichtung, also die Ukraine existiert nicht mehr, und Neutralität. Die Ukraine ist einfach ein neutraler Staat zwischen Russland und der EU, ein Pufferstaat. Ein Staat, der zu keinem Block gehört. Also ob ich euch diesen Unterschied hier nochmal erklären muss, das ist doch nicht so kompliziert. Das ist ein ähnlicher Status wie in Finnland, Österreich, Jugoslawien im Kalten Krieg hatten. Neutrale Pufferstaaten, die zu keinem der beiden Blöcke gehören. Vernichten. Und dank der Waffenlieferung und der Unterstützung ist es der Ukraine bisher gelungen, diesem Vernichtungskrieg sich zu widersetzen. Und wenn ihrer Politik gefolgt würde, die ja nicht nur von Ihnen, sondern wir haben jetzt ja eine Zangenbewegung, wir haben die Alternative für Russland oder die AfD, die sich auch diese Diffamierung der AfD als von Russland gesteuert oder so. Also die Leute, die bei allem sonst immer Verschwörungstheorie schreien, rücken die AfD dann in die Nähe von Russland? Nein, die AfD ist nicht gegen die Sanktionen, gegen den Wirtschaftskrieg und gegen die Waffenlieferung, weil sie Russland so mag. Die AfD ist dagegen, weil sie das als im Interesse der deutschen Nation erachtet. Kann man jetzt gut oder nicht gut finden. Wie gesagt, die AfD ist eine nationalistische Partei. Sie ist keine pro-russische Partei. Wer das behauptet, der macht sich einfach selbst zum Propagandisten. Ganz klar auf die russische Politik positioniert hat. Sie mit ihrer neuen Partei haben dieselbe geopolitische Vorstellung, sich von Amerika... Das ist typisches Instrument der Kriegspropaganda. Also, wenn du nicht für mich bist, dann bist du gegen mich. Also, sobald du sagst, wir können mit dem Feind verhandeln oder das ist nicht unser Krieg oder wir sollten ja alles dafür tun, damit wir zu einem Frieden kommen, dann bist du auf der Seite des Feindes. Also, das funktioniert seit Jahrhunderten schon so und auch in diesem, ja, auch heute funktioniert das noch so. Zu distanzieren, eine Partnerschaft mit Russland zu suchen. Nein, eine Unabhängigkeit Europas, das ist was anderes. Ich verstanden. Nur wenn Russland sich in der Ukraine durchsetzt, ja, bedeutet das, und die USA sollten wirklich gehen, bedeutet das, dass Europa unter Dominanz Russlands fällt und ihre Energiepartnerschaft, der sie hinterher trauern, das sind die Jahre, die Putin das Geld in die Kassen gespült hat, diesen Krieg zu finanzieren. Und wir haben uns sozusagen Jahre auf die Versprechungen verlassen. Wandel durch Annäherung, je mehr man miteinander zusammenarbeitet. Wandel durch Annäherung, oh Gott, die Lüge, die man damals Russland erzählt hat. Also dieser, der Ukraine,
irgendwie, sag ich schon, die Öffnung zum Westen, die Therapie, die Programme, die haben in Russland eine einzige Katastrophe ausgelöst. Die Wirtschaftsleistung hat sich mehr als halbiert, die Arbeitslosigkeit ist explodiert, es gab Hyperinflation. Also das war für Russland ein wirklich traumatisches Erlebnis, diese Annäherung zum Westen. Also Wandel durch Annäherung bedeutet für Russland einen riesigen Absturz. Und das hat sowohl bei der russischen Bevölkerung als auch bei den russischen Eliten die Skepsis gegenüber dem Westen nicht gerade schrumpfen lassen. Dazu kam noch die extrem aggressive westliche Außenpolitik, die auf eine immer weitergehende NATO-Erweiterung und auf Regenbogenrevolution, also auf Flankenrevolution, also vom Westen unterstützte Putsche in mit Russland verbündeten Ländern setzte. Also all das wird in Russland kritisch gesehen, um es mal sehr vorsichtig auszudrücken. Dort noch die Kohle, hier das Gas. Leute, die miteinander Geschäfte machen, schießen nicht miteinander. Und das hat Putin gemacht. Er greift die Ukraine an und da wird er nicht stoppen. Sie müssen sich ja nur den russischen Diskurs anhören. Ich mache das hin und wieder, weil ich auch die Sprache spreche. Und die wollen im Grunde genommen einen Wirtschaftsraum von Lissabon nach Vladivostok. Ja. Russland hätte gerne gute Beziehungen mit der EU. Herzlichen Glückwunsch. Das ist eine Forderung, die auch schon Angela Merkel beispielsweise erst. Ich weiß nicht, ob der Typ wirklich so blöd ist oder ob er, ja, wahrscheinlich macht er hier absichtlich so eine Propaganda. Wirtschaftsraum von Vladivostok bis Lissabon heißt einfach nur Freihandelsabkommen zwischen der Eurasischen Union und der Europäischen Union. Mehr nicht.